Ja, hallo ihr lieben schönen Freunde, ich bin's wieder, euer Wilde Hilde und heute mit typisch Svensk, typisch Schwedisch. Ja, für alle die, die sich für die schwedische Kultur interessieren oder die gerade nach Schweden überlegen auszuwandern oder gerade ausgewandert sind, gibt es so ein paar Sachen im Alltag, die einem doch ein bisschen komisch vorkommen und die man immer wieder stolpert. Für mich, der schon so lange hier ist, ist das eigentlich schon Normalität, also ich merke das gar nicht mehr, aber als ich neu war, ist mir doch schon viele Sachen aufgefallen und ich mich auch gefragt habe, wie ist das? Und jetzt habe ich mal so ein bisschen überlegt und geguckt, ja, was gibt es denn so, was für das Deutsche, die nach Schweden gezogen sind oder in Schweden leben, gewöhnungsbedürftig ist. Ja, und dann fange ich erstmal an mit den einfachsten, den Datum oder das Datum, wie man das Datum schreibt. Also in Schweden ist es so, da schreibt man das Datum immer first als erstes. First. Also in Schweden schreibt man das Datum immer zuerst mit dem Jahr, Strich, Monat, Strich, Tag. Also man fängt immer mit dem Jahr an, also 2021 minus 12 und dann minus 17. So, das ist das Datum. Das ist gewöhnungsbedürftig. Die Schweden sind das, ja klar, für die ist das ganz normal, aber für uns, wenn wir jetzt die Briefe schreiben oder an Behörden was schreiben und wir dann das mit Datum versehen oder auch was unterschreiben mit Datum versehen, ist es eben halt schon immer ein bisschen, muss man drauf achten, ne? Da, weil dann muss die Schweden das dann falsch lesen können. Ja, das ist eine Sache. Nummer zwei, das ist in Schweden, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber es ist mir in Schweden ganz groß aufgefallen, dass man immer in Wochen rechnet, also wie man jetzt in Deutsch sagt, KW. Also das ist ganz einfach, man rechnet, wenn man seinen Urlaub haben will, dann fragt man, wann willst du deinen Urlaub haben im Jahr, dann wird nicht gesagt, sagst du nicht, oh, Mitte Juli oder August oder so, dann heißt es immer, ja, Veckan 28, also von der Kalenderwoche 28 bis zur Kalenderwoche 31 Urlaub. Da weiß jeder Bescheid, wann das ist. Das kommt daher, dass in Schulen so gerechnet wird. Ne? In Schulen werden immer in Kalenderwochen gerechnet und die Ferien sind festgelegt nach Kalenderwochen. So, und es gibt in Schweden die festgelegte Woche, das ist die Woche 8, ja, Veckan 8, das ist Sportlof, also das sind die Sportferien, wo man sich Sport aktivieren soll. Und da fahren eben alle in Skiurlaub. Veckan 8 ist in Schweden traditionell. Und weiß man, das ist eben halt die 8. Woche, immer Ende Februar oder so. Ja, Sommerferien, die Industrieferien, von der Industrie festgelegt, die sind immer von Woche 28 bis Woche 31, ja. Das sind die von der Gewerkschaft festgelegten Wochen, wo eben halt jeder sein Recht hat, in diesen 4 Wochen mindestens eine Woche Urlaub zu haben oder 2 Wochen Urlaub zu haben. So ganz genau weiß das nicht. Viele Betriebe machen da ganz dicht. Das heißt auch in Schweden, Sverige stängt på sommaren, also im Sommer ist Schweden geschlossen, weil eben halt viele dann eben halt genau diese Wochen Urlaub haben, von Woche 28 bis Woche 31. Ne? Und da sind auch viele dann hier in Urlaub und dann merken die das immer so, oh, hier ist ja gar nichts auf, ne? Bis auf natürlich die Touristenattraktionen und alles so, was offen hat, ja, für Touristen. Aber für Firmen, Fabriken und solche Sachen sind dann halt sehr unterbesetzt oder teilweise ganz geschlossen. Nummer 3, das sind die Nummernschilder. Also ich werde oft gefragt, wie in Schweden die Nummernschilder zusammengesetzt sind, weil man ja nicht weiß, wo man herkommt. Also die sind ja alle unterschiedlich. Ja. Und das sind so in Schweden bis 1973, also oder 74, da war es eben so, dass eben halt in Schweden auch jede Stadt und jede Region ihre eigene Nummer hatten, so wie es auch die Städte oder wie in Norwegen auch die Städte haben. Die haben immer ganz sehen, aus welchem Kreis sie kommen. Und das war so ungefähr aufgeteilt wie damals in der DDR, ne, also mit alphabetischen Buchstaben. Und da konnte man wissen, dann aus welcher Region kommt. Das hat natürlich dazu geführt, dass eben halt, wenn aus Südschweden oder Stockholmer, ja, in Urlaub gefahren sind, nach Nordschweden mit Urlaub, kann es sein, dass eben halt die Reifen gebrochen worden sind und solche Sachen. Also da gab es schon Rivalitäten unter verschiedenen Regionen, also zwischen Süd- und Nordschweden, so viel ich gehört habe. Ob das so ist, weiß ich nicht, das kann auch eine Mythe sein.
Aber dann hat man sich entschlossen, eben halt die unkenntlich zu machen. Also in Schweden ist es so, da bekommt das Auto, wenn es geboren wird, sagen wir so, sobald es eben halt seine Erstzulassung kriegt, ja, bekommt es auch seine Identitätsnummer, und das ist das Nummernschild, und die besteht aus drei Buchstaben und drei Ziffern. Na, und damit setzen sich eben halt die Sachen, die sind zufallsmäßig ausgelost, gehen immer wieder hin, und wenn ein Auto abgemeldet wird und verschrottet wird, dann geht die Nummer wieder rein und kann dann neu vergeben werden. Nur so, in den letzten Jahren sind viele Autos eben halt ins Ausland verkauft worden und nicht abgemeldet worden. Deswegen haben die Autos immer noch ihre Identität, also sind nicht verschrottet worden. Sie sind zwar abgemeldet worden, aber nicht verschrottet worden. Und solange wie das Auto, auch wenn es ins Ausland fährt oder die Teile ins Ausland gegangen sind und nicht abgemeldet worden sind, müssen die Nummern noch eine ganze Zeit, ich weiß nicht wie viele Jahre, 10 Jahre oder so, den Auto zugeschrieben sein, weil das Auto ja irgendwann mal wieder eingeführt werden könnte. Und das hat ja schon seine Identität. Deswegen bleibt die Identität beim Auto so lange erhalten. Das hat dazu geführt, dass es natürlich in den letzten Jahren Engpässe gab bei den Nummernverteilern, und da hat man dann bei den drei Ziffern zum Schluss hat man noch die letzten Ziffer auch mit einem Buchstaben ausgetauscht. Also wenn es so ABC 1, 2, 3 vorher war, dann war es jetzt ABC 1, 2, A oder 1, 2, B, 1, 2. Also das war eben halt nochmal neu. Also wenn die Zimmer nicht ausreichten, dann wurde eben halt die letzte Ziffer durch einen Buchstaben ersetzt. So reicht es wieder aus. Deswegen kann man jetzt auch neue Zulassungsautos sehen, die dann eben halt drei Buchstaben haben, zwei Ziffern und einen Buchstaben dazu haben. Ja, so ist das mit dem Nummernschild. Sache 4. In Schweden ist es so, wenn du ein Bußgeld bekommst oder eine Mahnung bekommst oder irgendwas, für was beschuldigt wirst, bist du immer erstmal schuldig und musst dann deine Unschuld beweisen. Klar, also es geht immer die Unschuldsbeweispflicht hier in Schweden. Du wirst erstmal als Täter abgestempelt und dann musst du selber deine Unschuld beweisen. Das hat zur Folge, wenn du ein Bußgeld bekommst, musst du das immer erst bezahlen, und dann kannst du das im Widerspruch gehen und versuchen, das Geld zurückzubekommen. Also du bist immer in der Zahlungspflicht als erstes. Also es ist nicht so, dass du erstmal warten kannst mit dem Bezahlen und sagst mir, ich verklag dich erstmal und klag darüber, und dann will ich mal sehen, ob ich das überhaupt bezahlen muss. Nee, in Schweden musst du erstmal bezahlen und dann deine Unschuld beweisen. Und wenn du deine Unschuld beweist, kriegst du das zurück. Das ist so in Schweden, so ist die Gesetzeslage, und so ist es eben halt auch. So muss man sich auch verhalten. Und das ist eben eine Sache, die auch sehr gewöhnungsbedürftig ist. Ich habe da selbst ein paar Erfahrungen gemacht, wo man eben beschuldigt worden ist für Sachen, die man nicht gemacht hat. Ich kann da mal erzählen, ich hatte vor 15 Jahren, ist es schon her, da habe ich einen Strafzettel nicht, ich habe einen Brief gekriegt von der Polizei, dass ich mit meinem Auto, das war damals schon schwedisch registriert, mit meinem Auto irgendwo in einer Stadt geparkt habe. In dieser Stadt war ich nie gewesen. Und ja, habe ich dann gesagt, nee, habe ich dann Widerspruch eingelegt. So wie man es macht, steht drauf, bis zur Polizei gegangen, habe Widerspruch eingelegt. Und die Polizei hat gesagt, ja, schick mir den hin. Und dann kriegte ich 8 Wochen später einen Mahnbescheid mit einer Mahngebühr. Und dann bin ich wieder zur Polizei gegangen und sagte, hier, ich krieg hier noch einen neuen hier. Ne? Hab ich doch da nie gewesen. Ich habe sogar Zeugenaussagen, weil ich im Tag gearbeitet habe und mein Auto ganz woanders war. Ja, und die kümmern sich darum. Was mir aber keiner gesagt hat, dass ich das trotzdem bezahlen muss im Vorweg, dass ich da nicht Schwierigkeiten kriege. Nämlich, wenn du dreimal das nicht bezahlst, dann wirst du bei Kronofogden angemeldet. Kronofogden ist sowas ähnliches wie die Schufa, bloß nicht, die Schufa ist ja privat, die Kronofogden ist die staatliche Schuldeneintreibergesellschaft, oder wie man sagt, so, auf jeden Fall staatlich. Ja, dann wirst du auf jeden Fall bei Kronofogden, kriegst du einen Eintrag, und den kriegst du ganz schwer wieder raus. Und das ist so, du kriegst das mal im Brief von Kronofogden, sagst du, du hast hier offene Rechnung. Und da habe ich die dann angerufen und gesagt, so sieht das aus. Und ich habe das, sagen sie, ja, das spielt keine Rolle, du musst es erstmal bezahlen. Du kriegst das Geld dann wieder, wenn dann deine Unschuld bewiesen ist. Ja, und das fand ich eben halt ungerecht, weil ich ja ein rechtsdenkender Mensch war und sagte, ich muss doch mich erstmal verteidigen können, bevor ich für was bestraft werde, was ich nicht gemacht werde. Ja, aber in Schweden ist eben halt die Umkehrsache. Du wirst beschuldigt und musst die Konsequenz tragen, und dann musst du deine Unschuld beweisen. Ja,
Ist Ende gut, alles gut. Das hat sie herausgestellt. Ich habe das Geld dann überwiesen da an Krone Vogtin, damit ich dann keinen Eintrag kriege. Hab's auch innerhalb von Minuten wieder zurück über Buch gekriegt, also damit ich bloß in den Register komme. Und dann kriege ich von der Polizei einen Brief. Ja, die haben die Nummer falsch aufgeschrieben und es steht kein Tatverdacht mehr. Aber ich habe auch keine Entschuldigung, nichts bekommen. Aber das ist so in Schweden. Und die Schweden sind auch so, die tendieren, die klagen da eigentlich gar nicht drüber. Die bezahlen einfach. Die Schweden sind ein Volk, ich habe das auch immer wieder gehört von meinen Freunden. Ja, bezahl das mal, das sind bloß 200 Kronen, bezahl das einfach. Muss sag ich, nee, geht's ums Prinzip, sagt er. Ja. Bezahl es einfach. Ja, und die Schweden sind einfach so, die bezahlen es und dann lassen es sein. Ne? Nimm ihr Recht nicht in Anspruch, weil dann so, der Aufwand ist zu langwierig, weil das kann schon dauern. Bei mir hat es ein Jahr gedauert, bis ich dann das Recht gekriegt hatte. Und naja, deswegen musst du es bezahlen. Und dann kann es lange dauern und irgendwann kriegst du dann Bescheid, ja, das war nicht so und dann kriegst du es zurück. Das dazu. Ist wichtig, wenn du von Deutschland nach Schweden kommst, damit du eben halt nicht ins Fettnäpfchen trittst. Also du hast immer die Beweispflicht und musst erstmal bezahlen. So, das sind die komischen Sachen, die wirklich komisch sind. Dann gibt es noch Sachen wie Nummer 5, Fika. Ja, in Schweden gibt es ja Fika-Pausen, ne? Und Fika, für den Deutschen hört sich das mal ganz schön komisch an, Fika, ne? Aber Fika hat in Schweden ja verschiedene Bedeutungen. Also Fika kann ja auch eine Tasche sein, ne? Ficklampa, Fickkniv. Ne, Fiek ist eine kleine Ecke oder eine Tasche, ne, und wo man was eben halt verstecken kann. Das ist wie eine Falte oder so, ne, im Fiek oder sowas, ja, irgendwas. Aber Fika enthalte dieses Wortspiel Fika. Habe ich mal nachgeguckt, woher kommt das eigentlich? Gibt es Schweden verschiedene Mythen? Man weiß es nicht so richtig. Die wahrscheinlichste ist es eben halt, dass es eben halt eine Räubersprache ist, wo man die, einfach die Buchstaben vertauscht hat oder verkürzt hat von Kaffee, also von Kaffee, was im Schwedischen auch Kaffee, also Kaffi, buchstabiert werden kann in Dialekt und vor allen Dingen im Stockholmer Raum und Dalarna. Dadurch man die Wörter vertauscht hat, was in Schweden man vielleicht mal gerne macht und sagen so dann Fika. Ja, ne, von Kaffee, Fika. So einfach ein Wortspiel. Das ist die eine Theorie, die ist höchstwahrscheinlich die wahrscheinlichste. Das ist erstmal zu viel, was Fika eigentlich bedeuten kann oder bedeutet. Aber Fika ist eben halt, das ist gesellschaftlich Umgang mit Kollegen, mit Freunden, da wo man einen Kaffee trinkt und auch Brot, Brötchen oder auch Süßigkeiten essen kann. Das heißt, es geht dann darum, dass man sich trifft und kommuniziert und dabei einen Kaffee trinkt. Das ist ein Fika. Es gibt zwei festgeschriebene Fika-Pausen in der schwedischen Arbeitszeit. Kaffeepausen, wie man so schon sagt, und die sind bezahlt. Zwei bezahlte Kaffeepausen. Die ist eines am Vormittag und die andere Nachmittag. Also zwischen Frühstück und Lunch, also zwischen Frühstück und Mittag, gibt es mal die Kaffeepause, die Fika-Pause, die ungefähr 10 Minuten ist, ne, wo man sich eben halt im Lunchraum oder im Kaffeeraum trifft, dann Kaffee und dann steht man da oder sitzt und trinkt einen Kaffee und tauscht sich aus. Das soll eben halt die Gemeinschaft bilden, ne, und binden, ne, und auch der Austausch auf Arbeit fördern. Und dann nochmal nachmittags nach dem Lunch, vor ein paar Jahren gibt es dann auch mal die Fika-Pause. So, das ist für Deutsche auch, die in Schweden arbeiten, erstmal sehr bedürfnisbedürftig, weil man arbeitet dann, kommt zur Arbeit, anderthalb Stunden Frühstück, arbeitet anderthalb Stunden Fika, arbeitet anderthalb Stunden Lunch, arbeitet anderthalb Stunden Fika, arbeitet anderthalb Stunden, geht nach Hause. Ungefähr so. Kann auch ein bisschen variieren in der Zeit, aber so ungefähr. Ist schon sehr lustig. Ja, das war Nummer 5. Nummer 6, ich habe hier noch was so aufgeschrieben hier. Ja, genau. Die Personennummer in Schweden, die wichtigste Nummer, die man ja braucht für alles, gibt es in Schweden seit den 60er Jahren. Also, nee, 1947 wurde eingeführt, aber so wie so heute ist seit den 60er Jahren. Und zwar brauchte man ein neues Steuersystem in Schweden. Vorher wurde das über die Kirchbücher gemacht und da brauchte man ein System, dass man eben halt sehen kann, dass jeder gleichzeitig seine Steuern zahlt. Also vorher war es so, man hat erst gearbeitet, hat Geld gekriegt, dann musste man seine Steuern erst später bezahlen, abgeben. Und dann hat man aber
das eingeführt, dass man gleich, wenn man seinen Lohn kriegt, seine Steuern abführt. Um da einfach ein System zu haben, hat man die Personennummer ins Leben gerufen. Und die besteht eben halt aus 12 oder 10 Ziffern, ja, wie man sagt, so 12 Ziffern komplett, ja. Die ersten 6, bei den also 6 oder 8 Ziffern, ist das Datum, ne? Auch wieder hier, ne? 1900, sag ich mal, einfach so 1990, was habe ich mal vor, oder ich sag mal hier einfach, naja, 2021, 12, 17, das ist das Datum von heute, und dann kommt ein Minus und dann kommen die 4 Ziffern. Die waren am Anfang bloß 3 Ziffern, das sind die Geburtsziffern. Und die haben sich daraus zusammengeschlossen. Die ersten 2 Ziffern sind der Geburtsort oder die Region, in der du geboren bist. Schweden wurde ja eingeteilt von 1 bis, ja, bis 90. Und dann würde man sehen, ob man geboren ist, die erste Ziffer. Die dritte Ziffer ist das Geschlechts, ja. Die gerade Zahlen für die weiblichen und die ungerade Zahlen für die männlichen. Und das war die erste Ziffer. Da hat man sich ja später komplettiert mit der vierten Ziffer, um eine Kontrollziffer zu haben. Die Kontrollziffer ist eben halt, ja, die wird zufällig regeneriert und soll eben halt zur Kontrolle dienen, dass man also Fehleingaben vermeiden kann. Gerade bei der Computerisierung oder bei Digitalisierung spielt das eine große Rolle, damit man eben halt mal einen Tag fehlt und dann wird es halt genauer. Ja, bis 1990 war es auch so, dass auch wenn jeder sehen konnte, wenn du die Person nochmal geguckt hast, sagst du hier, ja, du hast jetzt hier die 1, du bist in Malmö geboren, also 01, du bist in Malmö geboren, 10, dann bist du in Göteborg geboren oder Stockholm geboren, ja, oder 08 in Stockholm und solche Sachen. Und hier 330 in Umeå oder solche Sachen, da bist du da geboren. Und die andere Ziffer, der, ob es eine 1 ist, ja, bist du ein Mann, 2 Mädel und solche Sachen. Und die letzte Kontrollziffer. Ab 1990 hat man dann diese zwei ersten von den 4 letzten, hat man die dann auch zufallsmäßig generiert, weil man eben halt auch verschleiern wollte, wo dass nicht jeder weiß, wo du herkommst und einfach auch, dass die Zahlen reichen. Ja, mit einer steigenden Bevölkerungszahl und mit einer Einwanderungszahl. Vorher hatten die Einwanderer dann immer ab 90, 93 bis 99 eine Ziffer gehabt. Dann wusste man, dass jemand auslands geboren ist, also von Ausland kommt. Ja, da gab es noch ein bisschen, ob du europäisch Ausland oder anderes Ausland bist, war dann auch nochmal da drin. Das gibt es seit 1990 nicht mehr. Das sind halt genauso wie mit Nummernschild, eben halt, Sachen, ja, zu vermeiden. Und das ist natürlich auch für die Sicherheit der Personennummer, dass sie eben halt die Personennummer ja auch eine Nummer ist, mit der du dich identifizierst und die vierten Ziffern ja auch eben halt damit Unfug betrieben werden kann. Und wenn eben halt, ja, wenn eben halt jemand den Namen hat, dann weißt du schon mal, dass er ein Mann ist, ja. Und wenn er jetzt die ersten beiden Ziffern, wenn er weiß, auch so, wenn er dich aufsucht und sagst, aha, du bist jetzt, ich sag mal, hier in Strömstadt geboren, hier. Und dann weißt du, du bist ein Mann, dann weißt du schon mal die ersten 3 Ziffern, dann ist die Kontrollziffer auch nicht mehr so schwer zu regenerieren oder rauszufinden, um eine Identitätsklau zu machen. Ja, das ist natürlich wesentlich schwieriger, wenn 4 Ziffern eben halt durcheinander sind. Ja, aber trotzdem gibt man seine Ziffern auch immer weiter, weil die ja nachgefragt werden bei Behörden und überall. Das ist die Personennummer. Ja, sehr wichtig. Das ist wie eine Sozialversicherungsnummer auch. Glaube ich auch, dass man da ungefähr auch schon weiß und wie viele Sachen sehen kann. Was gibt es noch? Ich habe jetzt hier ein Nummernschild. Ja, da gibt es noch eine Sache in Schweden, ist eben halt diese Nummernlapp. Also, wenn du in Schweden von der Behörde kommst oder auch Post holen willst und irgendwas holen willst, ziehst du immer Nummernlapp. Ja, also das ist so, in Schweden nimmst du Nummern ab, dann brauchst du dich in eine Schlange zu stellen, dann kannst du irgendwas anderes machen so lange und wartest, bis deine Nummer aufgerufen ist, dann gehst du nach dran. Ne? Da gibt es in Deutschland ja auch bei einigen Behörden, ja, aber hier ist es eben halt überall. Es kann ja überall sein, Nummern ab. Das ist auch typisch für Schweden. Eine andere Sache in Schweden, jetzt ist ja schon 23 Minuten hier eigentlich, ich muss gleich mal meine Tochter abholen. Eine andere Sache auch noch in Schweden, zuletzt. Ja, das sind Freunde. Freunde und Kumpels. Also in Schweden unterscheidet man zwischen Freunde und Freunde und Freunde. Also es gibt in Schweden die Arbeitsfreunde,
Freunde, also Arbeitskompisa oder Arbeitswenner, Kollegen. Mit denen hat man auch Arbeitskontakt, mit denen kann man auch mal zusammen Lunch essen gehen, also Mittagessen gehen und auch After Work gehen, aber man hat keinen Kontakt, eigentlich keinen Kontakt vor der Arbeit, also außerhalb der Arbeit, privat. Man trennt das, ne? Arbeit ist Arbeit und privat ist privat. Und das ist auch schwer, wenn du jetzt Arbeitskollegen hast und mit denen ich dann so ganz Deutschland aus der Arbeit komme, mal treffen nach Arbeit und so. Ja, nee, das ist privat und das ist sehr, sehr schwer. Und ich habe das auch erlebt, dass Leute, die ich auf Arbeit kennengelernt habe, mir ein super Verhältnis hatte, Schweden, und dann gesagt haben, ah, ihr könnt ja mal kommen auf ein Fest und ihr könnt ja mal kommen zu uns. Ne? Und sagen, ah, du, weißt du, Kollege schon gut, aber weißt du, Freundschaft, nee. Ich habe Freunde, mit denen ich Freunde bin und das sind meine Freunde und wir sind Arbeitskollegen und wir lassen das dabei. Und dann kriegst du, ui. Aha, Das ist in Schweden so. Komisch. Sehr komisch, aber ist so. Und genauso ist es auch mit Vereinskumpels oder solche Sachen. Ne? Also es gibt halt diese Freunde und Freunde. Es gibt dann auch diese Nachbarn, wo man sagt, so Nachbarn, ja, ich kann mit meinem Nachbarn ein Verhältnis haben, sonst du passt auf meine Katze auf, wenn ich wegfahre und so. Aber mehr auch nicht. Man hat keine mehr, man hat nicht mehr. Ich kann ihm einen Schlüssel geben und der passt hier auf und macht alles kann Vertrauen haben zu denen und auch so, aber man hat trotzdem keinen Kontakt mehr. Also man hat keine Freundschaft, man geht nicht zusammen auf Festen, das macht man nicht. Man trennt das. Das ist in Schweden auch wichtig. Man hat man seine Freunde, die man hat und die musst du eben halt auf anderen Weisen kennenlernen. Und die lernst du eben halt kennen. Entweder wenn du jetzt aus Deutschland kommst und Deutscher bist, lernst du andere Deutsche kennen, die mit Schweden verheiratet sind. Oder du hast Kinder, die mit anderen befreundet sind und baust dadurch eine Freundschaft auf, durch auch eine Zwecksbeziehung. Ja? Das ist eine Zwecksbeziehung eigentlich mehr. Man hat dann sehr wenig richtige Freunde und das ist für Schweden auch so. Man hat seine eigenen Freunde, weil man in Schweden ja auch mehr so sich für sich sein will. Ne? Also der Schwede hat auch gerne so meins. Das ist meins und das will ich meins sein und das ist so meine Familie und dabei halten wir es auch. Ne? Und das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig in Schweden. Also wenn du eben halt als Ausländer kommst, weil in vielen Ausländerland, bei vielen anderen Ländern ist es so, Freunde sind Freunde, da macht man keinen Unterschied. Gerade wenn du so mehr in den Süden kommst, ja, dann ist man viel mehr einladender als wie hier im Norden. Hier im Norden hält man sich gerne mal so abseits. Und das merkt man auch in Schweden, jetzt in der Corona-Pandemie. Ja, der Schwede ist von sich aus ein sehr abseits stehender Mensch. Also im Bus, wenn da zwei Personen sitzen, dann setzt man sich nicht in der Nähe des Personen, man setzt sich immer ganz woanders hin. Also sehr viel Abstand. Ja, und man steht auch gerne mal ein paar Meter vom Veranda. Also es ist nicht so, dass man die Nähe sucht in Schweden. Man hält sich mehr für sich. Ne? Man hält grüßt aus der Nähe. Zum Beispiel ist es so, wenn du jetzt mal auf dem Fest warst, in Schweden ist das auch eine gewöhnungsbedürftig. Du warst in Schweden auf dem Fest und hast Leute getroffen, mit denen hast du super unterhalten. Und dann triffst du den nächsten Tag in der Stadt und machst so, hey, hallo! Ja, oder machen die so, entweder gehen die gleich so, ja, und machen so als tun so, als wenn sie dich nicht sehen, oder bloß ganz schön, hey, hey, und ja, oder Brotdom, ja, Brotdom, und dann gehen wir weiter, weil man will diesen Kontakt nicht, man will so seine Sachen erledigen und man will auch keinen Smalltalk haben auf der Straße. Das kann man machen, wenn man eine Fika-Pause macht, da kann man sich mal kurz unterhalten, aber sonst, man hält sich für sich und wenn man spricht, dann spricht man auch nur das Notwendige. Hi, Humor, ja, bro, tack, hey, du, werdet, bro, Familie, bro, hey, ja, musst du da. Und dann haben die Schweden das gesagt, was sie sagen wollen. Ne? Das ist so, gibt es vielleicht in Deutschland auch auf dem ländlichen Raum, aber das ist eben halt auch so in Schweden sehr, sehr stark. Das merkst du wirklich. Und das ist nicht persönlich gemeint. Das ist nicht so, dass sie dich nicht mögen. Das ist bloß einfach die Mentalität. Ne? Es gibt ja diesen schönen Ausspruch bei Smoke oder Blue in the Face. Ich weiß gar nicht, bei welchem bei dem Film waren, wo der Kioskbesitzer dann sagt so, New York? In New York habe ich keine Angst. Feel pretty comfortable in New York. I get scared like in Sweden. You know, it's kind of empty. They're all drunk. Everything works. If you stop at a stoplight and don't turn your engine off, people come over and talk to you about it. You go to the medicine cabinet and open it up, and there'll be a little poster saying, "In case of suicide, call."
You turn on the TV, there's an ear operation. These things scare me. New York, no. Ja. Zitate. Ja, okay. Das war's von heute von mir. Jetzt habe ich schon eine halbe Stunde gesprochen. Ich wollte eigentlich bloß 10 Minuten machen. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mal einen Daumen da, einen Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr noch was wissen wollt, sagt Bescheid. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ich was erklären soll, macht mal, sagt Bescheid. Das war's von mir. Euer Wille Hilde hier aus Schweden. Hallo!